Wir haben drei Geschäftsbereiche. Gold in Australien, das Projekt Georgetown, produziert seit Anfang Januar diesen Jahres. Wir haben Öl und Gas, sehr spannender Geschäftsbereich, in Deutschland zum einen mit einem Partner Tulip Oil, ehemalige Shell-Leute, wo wir jetzt gerade die größte 3D-Seismik, moderne 3D-Seismik, die jemals gemacht worden ist, in Süddeutschland veranlasst haben und durchführen, im Rheintal und in Bayern, in ehemals bekannten produzierenden Gebieten, wo es sehr viel Altfelder sind, aber wo es auch neue Entdeckungen gab in den letzten Jahren. Und wir haben den Bereich Hightech-Metalle, wo wir in Australien mit Wolfram Camp jetzt eine Mine haben, die kurz vor der Produktion steht. Und wo wir durchaus auch noch sehr spannende Lizenzen im Zinn besitzen im Erzgebirge. Und auch da wird man in nächster Zeit von uns hören. Wir haben die Wolframmine in diesem Jahr gekauft. Wir sind sehr froh, dass wir diese Gelegenheit hatten. Wolfram gehört zu den Metallen, die fast ausschließlich in China produziert werden. 85% der Weltproduktion stammen aus China. Wolfram ist auf der anderen Seite ein strategisches Metall. Es ist sehr wichtig für die westliche Industrie. Es gibt überhaupt nur 10 Wolframminen außerhalb Chinas und unsere ist jetzt eine davon. Das Schöne an der Mine ist auch, dass sie quasi produktionsbereit ist. Unsere Vorgänger haben über 30 Millionen Dollar in die Aufbereitungsanlage investiert. Und wir werden diese Anlage jetzt kurzfristig in Betrieb nehmen. Der Cashflow, den wir erwarten für das Initial Mine Life, also für die Anfangsphase von 3,5 Jahren, die auf der jetzigen bekannten Reserve beruht, wird irgendwo im Bereich über 100 Millionen Dollar liegen. Wolfram ist ein sehr spezielles Metall. Es ist ein sehr hartes Metall mit einem sehr hohen Schmelzpunkt. Insofern ist der Einsatzbereich von Wolfram vor allen Dingen in der Schwerindustrie. Überall dort, wo man eben sehr harte Werkzeuge braucht oder Panzerungen oder Abdeckungen, die auf keinen Fall kaputt gehen dürfen. Das ist das Anwendungsfeld von Wolfram. Es ist ein Nischenmarkt, 70.000 Tonnen pro Jahr, die dort produziert werden. Aber ein sehr interessanter Markt, fundamental, weil eben strategisch sehr wichtig in vielen modernen Anwendungen vorkommt und außerhalb Chinas so gut wie nicht im Augenblick produziert wird. Wir haben Anfang des Jahres angefangen mit der Goldproduktion in Australien. Wir sind damit das einzige deutsche goldproduzierende Unternehmen. Die Anlage ist sehr gut angelaufen. Normalerweise hat man eine Phase von mehreren Monaten, in der man die optimieren muss. Wir sind quasi vom Start weg mit einer relativ hohen Ausbringung zurechtgekommen, sehr gut zurechtgekommen. Wir produzieren seit Anfang Januar. Wir haben im ersten Halbjahr 9.300 Unzen produziert. Das haben wir im Zwischenbericht veröffentlicht und wollen bis Ende des Jahres weitere oxidische Reserven abbauen. Wir hatten eine Gesamtleistung im Konzern von knapp 15 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 8,5 Millionen Euro, nach Steuern 7,8 Millionen. Das sind Zahlen, die können sich, glaube ich, sehen lassen und auf dem Weg wollen wir weitergehen. Unser Eigenkapital liegt inzwischen bei 20 Millionen. 5 Jahre nach der Gründung haben wir da, glaube ich, schon was erreicht. Wir sind gerade dabei zu explorieren. Wir haben bekannte sulfidische Ressourcen in Georgetown in sehr vielen verschiedenen Lagerstätten, wo in der Vergangenheit der oxidische Teil abgebaut worden ist. Und wenn unsere Explorationsergebnisse so sind, wie unsere Geologen das erwarten, dann glauben wir, dass wir hier ein sehr viel längeres Leben der Mine darstellen können. Und dann kann man auch darüber nachdenken, die Produktion zu vergrößern. Wir haben im Augenblick sehr viele Projekte, in die wir investieren können, die sehr rentabel sind, wo wir glauben, dass wir für unsere Aktionäre sehr viel Mehrwert generieren können. Insofern haben wir nicht vor, im nächsten Jahr Dividende zu zahlen, aber vielleicht im übernächsten Jahr. Wir haben drei Geschäftsbereiche: Gold, Öl, Gas, Hightech-Metalle. In diesen drei Geschäftsbereichen wollen wir bis Ende des nächsten Jahres überall profitabel produzieren. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Bis dahin werden wir unser Portfolio sicherlich nicht erweitern. Danach werden wir das sehen.
Öl und Gas ist ein Thema, das in Norddeutschland sehr weit verbreitet ist. Dort wird fast alles Öl und Gas, was in Deutschland produziert wird, gefördert. In Süddeutschland ist das schon eine Weile her. Unsere Erfahrung mit den Gemeinden, aber auch mit den Bürgern ist, dass eine sehr große Neugier besteht gegenüber dem Thema Förderung von Öl und Gas vor der Haustür und dass die Leute das faszinierend finden, die Vorstellung. Es gibt ganz wenig, ganz selten mal jemanden, der sagt, das finde ich aber gar nicht gut oder das finde ich prinzipiell schlecht. In aller Regel großes Interesse, große Neugier, Faszination. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass moderne Öl- und Gasförderung, wie wir sie betreiben, konventioneller Art, fast unsichtbar ist. Also es muss niemand fürchten, dass er hier jetzt plötzlich so einen kleinen Texas vor der Haustür hat mit ganz vielen Förderpumpen. Es ist im Gegenteil so, dass man Öl sowieso gar nicht sieht, dann ist irgendwas falsch, sondern man hat an der Oberfläche einen ganz kleinen Bereich, in dem eine Pumpe steht, eine moderne Pumpe, keine Pferdekopfpumpe mehr und 2-3 Tanks, in denen das Öl vom Wasser separiert wird und ansonsten sieht man eigentlich gar nichts. Also das ist ungefähr so auffällig wie der Parkplatz von einem Supermarkt. Wenn Sie nicht wissen, dass dort Öl gefördert wird, dann fällt Ihnen das sicherlich nicht auf.